So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Hunter Calls the Wild. Heute, ihr seht schon, werde ich mal ein bisschen meine Waffen anpassen. Das habe ich nämlich noch gar nicht gemacht nach dem neuen Update jetzt. Das ist ja die Option jetzt. Krass. Und wir werden weiterhin die neue Karte erkunden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video und damit, let's go. Das sieht gar nicht so verkehrt aus. Vielleicht mache ich die so ein bisschen in einem Style. Hier irgendwie auf das Grau. Das sieht gefährlich aus. Ja, gefällt mir. Schön Flecktown. Das ist laggy, was ist denn heute hier los? Es gab ja einen Bugfix für die Map. Vielleicht hat es auf Sobald auch geschafft, es zu verschlimmbessern. Okay, jetzt regnet es nicht mehr. Jetzt laggt es auch nicht mehr. Lol. Jetzt ist super. Super. Naja, was heißt super flüssig? Aber so wie ich es einmal gespielt habe, ne? Mindestens 30 FPS. Hopp. Muss hier so über den Hügel, denkst nichts Böses und dann zack. 100 Meter. Haben wir noch ein paar? Aber der ist doch schon mal besser als der hier unten. So, silberner Bock. 183,793 ist Gold. Trotzdem ein sehr schönes Tier. Single Lunge. Und Leber. Okay. Top. Und wie immer in der Discord, falls ihr euch die ganzen Abschlüsse aus den Videos und den Streams nochmal anschauen wollt, der Link für meinen Discord ist in der Videobeschreibung und im Channel Erlegtes poste ich alle meine Abschlüsse und im Channel Erlegtes Community dürft ihr gerne eure Abschlüsse präsentieren. Ich freue mich auf euch. Ich bin noch ein bisschen erkältet. Also was heißt ein bisschen, ich bin noch erkältet. X glaube ich erst so richtig. Aber heute Morgen geht's. Heute Morgen geht's. Ja. Erwischt. Ich habe ihn jetzt zwar nicht gescannt, ich weiß nicht, wie gut er ist, aber ihn erwischt. Silber. 16,7, 19,2 ist Gold, ja. Bisschen schlecht. Vierer leicht. Naja, ist okay. Nein, nicht abhauen. Haust jetzt wirklich ab. Jetzt geht's wieder. Jetzt ist es wieder nicht laggy. Was ist denn los? Also irgendwie haben die das verschlimmbessert mit dem Update. Ich sag's euch, wie es ist. Kenn ich ja sonst so vom Way of the Hunter. Der ist auch Silber, 17,93. Doppelunge. Schön. Jetzt wird's wieder laggy. Nee, jetzt, also was ist denn hier los? Ich hab krasse Frame Drops. Boah, ist das eine schlechte Gruppe. Seid ihr schlecht? Wenn ich den anderen da angucke, der ist auch nur trivial. Ja. Ja, es sind auch nur vier. Seit wann sind das immer nur vier? Was nicht mal in den Jagdstand. Ich dachte, die stehen ein bisschen höher. An sich schöner Spot, naja. Ja, aber also wenn der Output hier stimmen würde. Ist aber auch, warum sind das nur vier? Und wann sind das nur vier? Sind auch immer in größeren Gruppen unterwegs. Oder habe ich die Gruppe schon mal bejagt und dann nur noch die einer stehen lassen? Mir juckt's in den Fingern. Verpisst euch. Damit ich euch nicht schießen muss. Wir sind ja immer verschont geblieben. Zumindest bei Call of the Wild. Ja. Bei Way of the Hunter hast du ja bei jedem Update kommen, werden Probleme gelöst. Ein Problem wird gelöst, zwei kommen dazu. Es ist wirklich so.
Ich habe heute auch stark überlegt, ob ich Way of the Hunter spiele, weil ja es gab ein neues Update. Und jetzt sind seltene Fellfarben dabei, also Albino und Melanistisch, glaube ich. Also ich habe nur Albino gesehen bisher, aber ja, es kam jetzt als Update rein. Da habe ich stark überlegt, ob ich darüber ein Video mache oder ein Stream halt, also beides. Natürlich die Frage, im Großen und Ganzen kam eigentlich nur das dazu in dem Update und was will ich da zeigen? Als ob ich da gleich am ersten Tag ein Albino schieße. Und meine Weißwedel sind noch da. Sehr gut, dann versuchen wir jetzt mal so viele wie möglich da rauszuschießen. Ja, waren nur zwei. Könnten noch mehr gewesen sein als zwei. So. Schauen wir uns erstmal die Burschen hier an. Die sind ja nicht weit gekommen. Der erste ist Silber, 150,2. Der zweite ist auch Silber, 170,9. Der war schon am Abhauen, ne? Der wollte schon los. Muss los, Bruder. So. Gucken wir uns mal. Ich weiß nicht, ob es einer ist oder ob zwei sind da im Wald. So, der ist Gold, 214,43. Wo hat sich der denn versteckt? War der unten auch am See? Der ist Silber, 192,8. Der war kurz vor Gold. Bin Doppelunge. Aber es ist nichts zu sehen. Oh ja. Du bist der Coolste da. Na gut. So, ey, guck mal. Er war auch krass, wie ich vorziehen kann. Ne? Aber bei Weißwedel weiß ich genau, was ich machen muss. Bei Weißwedel weiß ich genau, was ich machen muss. 151,46. Schön. Ich würde jetzt einfach spontan zuerst auf den schießen und dann auf den. Weil der hier schlechter dasteht und der, da muss ich noch rüberziehen und schießen. Okay. Luft holen. Und Action. Nein. Nein, der ist weg, der andere, der Gute. Oh nein. So, jetzt müssen wir gucken, ob wir den noch im Wald erwischen. Komm schon. Habe ich die so schlecht getroffen? Oh, es war kein tödlicher Treffer. Ich benutze dafür, für Weißwedel benutze ich die Zarzar 10. Mit 308 Munition. Aus dem Modern Riffle Pack. Sehr schöne Waffe. Sehr präzise. Nicht so viel der hier beim Schießen, ne? Obwohl eben gerade war es was. Naja, es war grenzwertig. Was ich da abgeliefert habe, war grenzwertig. So, der ist einfach stehen geblieben. Habe ich schon Doppelung getroffen, 160 Silber. Das war der Kleine. So, das müsste der 230er gewesen sein hier vorne. Der ist Gold, 210. Schön. Und jetzt kommt der 250er, den ich, glaube ich, verschossen habe. Blutungsgrad Mittel.
Nicht tödlicher Treffer. Oh Mann. Oh, Bronze nur. 187,06. Der wäre nur Silber gewesen. Okay. Kein Problem. Ah, so ein bisschen mehr hätte ich die Leber getroffen. Schade. Ja, ich hatte heute ein bisschen Probleme, dass die Map bei mir heute sehr laggy war am Anfang. Jetzt geht's. Aber es gab ja wieder ein Update. Und so ein bisschen verschlimmbessert hat es sich. Das wird ein nackiger Schuss. Ja. Oh, 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 was ist das für eine Gruppe? Das sind Kojoten noch, ne? Na, hier ist er. Liegt sie zwischen den Steinen. Bronze. Wo habe ich sie getroffen? Oh, das war aber auch direkt über den Stein. Doppellunge. Krass. Und er hier, Fünfer Mittel, war Silber. 46,08. Okay. Drop doch! Ach nö, habe ich den auch scheiße getroffen oder was? Ach Mann. So, Dreier, Elch, Singelunge. Okay, aber dafür ist er wirklich langsam gedroppt. Und er war gerade am Abhauen. 185,24. 194 ist Gold. Muss ich mir langsam mal merken. Doppellunge. Du kannst natürlich auch bleiben. Das war mir jetzt zu risky. Die wollte abhauen. Nein! Oh mein Gott, nicht tödlicher Treffer. ETF. Aber Bluetooth ist gerade Mitte. Das heißt, die fällt auf jeden Fall um. Wir können uns den Treffer nochmal angucken. Das ist ja schlecht. Manchmal treffe ich halt auch nicht. Weißwede treffe ich immer, blind. Aber manchmal treffe ich die... Wie Quatsch. Vorhin habe ich auch ein Weißwede verschossen. So. Ah! In den Magen. Oh nein. Ach Mist. Die haben unten keine Organe mehr, ne? Hier unten ist nur noch Fett. Bei dem muss ich höher zielen. Ach Mist. Wäre aber maximal auch nur Silber gewesen. Gerade so Silber. Erwischt. Bronze. Blond. Ist das selten? Ist das selten? Ich habe noch nie einen blonden Waschbär gesehen. Blond ist normal. Okay, Gott sei Dank. Was heißt Gott sei Dank? Aber da muss ich jetzt nicht in die Lodge hechten und muss das Ding ausschöpfen. Ich habe auch einen Warnruf von dem Elch. Hat noch gehört, aber... Ja! Und ich habe ihn nicht getroffen, oder? Ich habe ihn schlecht getroffen. Schade. Nicht tödlicher Treffer. Ach, nö. Was ist denn heute hier los? Die kleinen Tiere treffe ich irgendwie nicht. Ja, wäre Gold gewesen. Was habe ich getroffen? Sein Ass. Sein Ass habe ich getroffen. 5,76. Schade. Also, doch. Wir hauen schon ein bisschen früher ab. Also,
Es ist, also ich jetzt würde ich sagen, doch, es ist ein bisschen schwieriger geworden, mehrere Tiere zu schießen. Auf einmal. Hauen schon ein bisschen früher ab. Also sie lassen sich nicht mehr so viel Zeit. Die schauen nicht nochmal so, hä? War das? Warum? Warum ist Steve umgefallen? Warum ist dann die riesen Blutpfütze? Woher kam der Schuss? Ja, so viel Zeit lassen die sich nicht mehr. Schade. 128,98. Ja, Steve ist leider nur Silber. Schade. Oh, ich könnte was ausprobieren. Nee, wir sind zu weit weg. Ja, habt ihr das gesehen? Die stehen sofort auf und sind weg. Ein guter Treffer. Aber wir haben den coolsten aus der Gruppe rausgeschossen, den mit der Sonnenbrille. Da vorne liegt er. So. Oh! Oh nein! Nicht tödlich getroffen. Bronze leider nur. In die Wirbelsäule. Schade. So, und damit war es das auch schon wieder mit The Hunter Call of the Wild. Heute sehr interessanter Stream gewesen. Also zwar nicht so viel geile Sachen geschossen, aber neue Waffenskins ausprobiert, die Map weiter erkundet. Ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.